Ja, mit Ivy an Bord geht's dann jetzt direkt weiter. Wir müssen in die botanischen Gärten von Gotham, wo die ältesten Pflanzen Gotham sind. Cash, das Rolltor öffnet sich nicht. Was ist los? Da draußen ist ein verdammt dicker Panzer unterwegs. Sieht unfreundlich aus. Ganz wie ich. Öffnen Sie das Rolltor und ich scanne ihn vom Dach. Vielleicht finde ich eine Schwachstelle. Ich mach auf. Lass dich nicht umbringen. Um Gottes Willen. Okay, scannen wir den Spaß mal. Aber wir müssen uns ducken, um hier durchzukommen. Da ist der Panzer. Und den scannen wir direkt mal. Ich muss eine Hülle scannen, um eine Schwachstelle zu finden. Auf diese Entfernung muss ich zum Scannen auf das Ziel zoomen und fokussieren. Alle nicht essentiellen Einheiten, Gegend umgehen sollen. Die Rückseite ist gescannt. Jetzt muss ich die Seiten scannen. Ach so. Okay. Und da bist du wahrscheinlich zu weit weg, Kollege Jackson. Ich bin zu weit weg für einen richtigen Scan. Auf diese Entfernung muss ich zum Scannen auf das Ziel zoomen und fokussieren. Wie dornige Ranken. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Also, auf. Na? Komm, komm, Haken, komm, komm, sonst sind wir tot. Damit wäre die rechte Seite gescannt. Nur noch die linke Seite scannen. Ja, und das machen wir dann jetzt auch. Zack, zack. Den Bereich habe ich schon. Ja, wie soll ich denn da komplett an die Seite kommen? Also, ganz ehrlich, ne? Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Wie weit muss ich denn bitte schön an die Seite kommen? Die Cobra-Drohne würde das Batmobil nach ein paar Schüssen in Stücke reißen. Und ihre Panzerung kann von den Waffen des Batmobils nicht durchdrungen werden. Sie hat aber eine Schwachstelle. Der hintere Auspuffstutzen führt direkt zur Energiequelle. Ein gut platzierter Schuss mit dem 60mm Geschütz sollte sie ausschalten. Ja, und dann geht's erstmal ab hier. Runter. Ich muss nämlich jetzt hier zu meinem Batmobil. Ich kann mir das Batmobil auch einfach hierhin bestellen. Auf dem Radar kann ich die Drohne verfolgen, damit ich die Auspuffstutzen von hinten anvisieren kann. Das Raketensperrfeuer braucht zwei Energieladungen, das gegen Cobra-Einheiten Wirkung zeigt. Cobra-Spähpanzer zerstört? Unmöglich. Wir wissen, welches Kaliber er einsetzt. Die Panzerung hätte standhalten müssen. Man kann nicht einfach einen einzelnen Kampfpanzer einsetzen und erwarten, dass er ihn zerquetscht. Batman ist zu gut dafür. Phase 2 des Angriffsplans aktivieren. Alle Cobras in Formation einsetzen. Alle Cobras in Formation mit aller Macht. Wieder eine Trophäe. Ich hoffe, der Panzer hat Ihnen keine Probleme bereitet. Ach Quatsch. Ich dachte, es würde Sie interessieren, dass das angeforderte Batmobil-Upgrade beim Uhrenturm auf den Einbau wartet. Falls der Wagen überhaupt noch ganz ist, natürlich. Danke. Der Typ habe ich ja gar nicht angegriffen. Begib dich zum Uhrenturm. Ja, machen wir sofort. Geben wir den Knallgas. Ich habe noch gehört, eben hier die ganzen Cobra-Drohnen sollen im... Sollen sich in eine Formation stellen. Okay, ich bin gespannt. Das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr harter Kampf, aber da müssen wir durch.
So, jetzt gibt's hier das Upgrade. Der Drohnenvirus überschreibt die Feinderkennungssysteme der Milizdrohnen. Eine infizierte Drohne wird statt des Batmobils andere Drohnen an. Geil. Ich bin beim Uhrenturm. Batman verfolgt mich. Ich brauche sofort Verstärkung. Verstärkung ist unterwegs. Halte durch. Jetzt muss ich nur Ivy zum Botanischen Garten bringen. Ja, dann... Mantau! Bring Ivy zu den Botanischen Gärten. Das machen wir dann auch sofort hier im regnerischen Gotham. Das Ding ist gar nicht so langsam irgendwie. Ich fürchte, drei weitere dieser Cobra-Panzer sind jetzt im Einsatz. Danke, Alfred. Ich muss sie ausschalten, bevor ich Ivy absetze. Na komm. Zack. Drohne verloren. Schicke eine Cobra als Unterstützung. Brauchst du gar nicht, Kollege Jackson. Ich finde dich schon. Eine Frage. Tat es weh, ihr Sterben zuzusehen? Nichts tun zu können? Das Problem ist, dass er mich wahrscheinlich scannen kann. Ups. Ich sollte auf jeden Fall in Bewegung bleiben. Hier ist nichts. Dann ist mal schneller. Wo seid ihr denn? Hier muss der irgendwo sein. Cobra verloren. Ich schicke Unterstützung aus der Nähe hin. Barbara Gordon hat für dich gearbeitet. Sie hat für dich gekämpft. Und wo hat sie das hingebracht? So, wo kommt der jetzt? Da ist er. Wir haben ihn verloren, Sir. Nichts hier. Hauptsache, die sehen mich hinten, nicht? Wir werden seine Leiche durch die Straße. Bam! So. Alle ausgeschaltet und dann geht's zu den botanischen Gärten. So, Gotham noch so ein bisschen zerstören. Versuch mich in einem Stück zum botanischen Garten zu bringen, Batman. Oder dein Wunder fällt auf. Aber wir sind doch schon da. Kleine süße Ivy. Da wären wir, Ivy. Was jetzt? Sieh nur. Sie ist älter als die gesamte Menschheit es ist. Toller botanischer Garten. Einfach so ein Baum. Aber sie ist schwach. Vergiftet durch Jahrzehnte der Verschmutzung. Allein kommt sie nicht gegen Scarecrows Gift an. Dann brauchen wir noch eine. Es gibt keine zweite wie sie. Nicht mehr. Was ist passiert? Was glaubst du denn? Menschen. Sie wurden gestutzt, überbaut, bekamen kein Sonnenlicht mehr. Wenn ich die Wurzeln finde, kannst du sie retten? Sie sind verloren. Vergraben unter den Betonmonstern. Wie willst du... Je größer die Pflanze, desto tiefer die Wurzel. Warte hier. Ich finde einen Weg, sie zu befreien. Juhu! Die kleine, geile Ivy. Lucius, ich muss ein uraltes Wurzelsystem verfolgen. Es verläuft tief im Untergrund. Ich kann sicherlich etwas zusammenbauen, aber es wird etwas dauern. Kommen Sie vorbei, wenn Sie bereit sind. Danke, Lucius. Alfred, gib mir ein Update für Gothams Fahndungsliste. Mal sehen. Nightwing hat einen weiteren Truck des Pinguins verfolgt. Das sollte uns zu einem weiteren Depot führen und uns die Gelegenheit bieten, Cobblepot von seinen Waffen zu trennen. Wir haben einen Raubüberfall in der Bank of Gotham in Chinatown. Die Überwachungsaufnahmen entlarven die Täter als Vertraute von Two-Face. Hat Mr. Dent seine Münze verlegt? Was immer er will, er muss gestoppt werden. Danke, Alfred.
Ja, Bandit mit zwei Gesichtern, Mission entdeckt. Geht zur Missionsauswahl, um dein nächstes Ziel auszuwählen. Ja, was soll ich dazu machen? Also, wir können jetzt hier irgendwie Fallzusammenfassung. Können verschiedene Charaktere hier nutzen. Two-Face. Machen wir den einfach mal. Herausforderung, Wegmarke setzen. Two-Face Gang raubt die Zweigstelle der Bank of Gotham in Chinatown aus. Sie werden keinen Cent von Gotham sitzt der denn jetzt in meinem Auto? Zeigen wir denen, wer der Boss ist. Halt's Maul. Also, wessen Kehle schlitzen wir zuerst auf? Die von dir am besten. Also, es gibt hier auch noch Two-Face-Missionen und nicht nur Scarecrow-Missionen. Und... Eieiei. Dann ziehen wir doch mal los und dann hier die Two-Face-Mission. Beziehungsweise die erste oder eine Two-Face-Mission. Ist das, was ich glaube? Das ist Batman! Zu... absolvieren. Und dann auch weiter im Spielgeschehen zu kommen. Oh Gott, was macht der da? Was macht der da? Er verfolgt uns. Fahr weiter. Ja, ohne Rücksicht auf Verluste knallen wir hier einfach mal durch Gotham durch. Zur Bank of Gotham. Weißt du, ich glaube, ich habe noch nie einen Feuerwehrmann getötet. Ist mir doch egal. Und ab rein in die Bank, nicht um Geld abzuholen, sondern um die Mission dann hier durchzuspielen. Springen Sie! Los, los, los! Two-Face will jeden Cent haben! Wegen des Alarms werden Two-Face-Schläger mich nicht hören. Ich kann sie schnell und hart angreifen. Kein Anschleichen diesmal. Wir hatten uns schon gedacht, dass du auftauchen würdest. Wir haben darauf gehofft. Ja, ihr habt darauf gehofft. Eieiei, jetzt werde ich auch noch angeschossen. Ich kann nicht gehen, während hier ein Raubstuhl findet. Er ist weg, haben ihn verloren. Batman, er ist hier drüben. Haben ihn verloren, er ist da lang. Zack, schön von hinten angreifen. Ah, jetzt werde ich auch noch angeschossen und das ist das Nervige dabei. Zack, müssen wir direkt wieder aus dem Sichtfeld verschwinden. Gleittritt. Two-Face hat uns eingesperrt. Die Schläger haben es nicht auf das Geld abgesehen, sondern auf mich. Und es gibt keinen Alarm, der meine Angriffe übertönen könnte. Zack, direkt wieder. Und ausnocken. Batman, du verstehst das falsch. Die Bank of Gotham betreibt Geldwäsche für die Mafia oder was davon übrig ist. Du erinnerst dich an die Mafia, oder? Die Typen, die unser halbes Gesicht weggebrannt haben, weil sie dich nicht kriegen konnten. Klar, sind noch irgendwelche? Da ist auch viel sauberes Geld dabei. Aber was ist in dieser Stadt schon ohne Marke? Ist hier noch irgendwo also jemand? Halte dich von den Banken fern, sonst wirst du es bereuen. Cash, Two-Face-Leute sind auf dem Weg zur Bank of Gotham in Chinatown. Können sie das Sicherheitstor der Bank deaktivieren und Dans Schläger einsammeln? Klar, Batman. Ich schick direkt einen Wagen vorbei. So, Mission entdeckt, Bandit mit zwei Gesichtern, wieder eine neue Mission. Wir schauen einfach mal, es gibt ja hier... Irgendwo, ich habe hier glaube ich... Verbesserungspunkte, die kann ich nutzen. Batmobil-Waffen, Batmobil selber können wir mal aufrüsten. Was haben wir hier? Für Panzerungsstufe 1 machen wir erstmal die Panzerungsstufe 1.
Und dann auch die Panzerung Stufe 2. Panzerung ist immer sehr gut. Wenn wir uns hier mal die, so die Mission angucken, wir haben jetzt hier von Two-Face diese Fallzusammenfassung. Das sind drei Dinger. Den ersten haben wir jetzt schon. Jetzt gehen wir da zum zweiten und dann zum dritten. Und ja, wie kommen wir jetzt hier raus? Hier hinten, wo der Müllwagen war, war der Ausgang. Stoppe den Banküberfall in unter 1 Minute 15. Habe ich? Habe ich das geschafft? Ah, jetzt ist hier eine Simulation. Aber die will ich gar nicht. Komme ich hier nicht wieder raus? Die kriege ich halt nur Verbesserungspunkte. Ja, ich sterbe jetzt sowieso. Der nächste Schuss trifft mich, dann bin ich tot. Und ja, eigentlich wollte ich das auch gar nicht. Da habe ich mal wieder... Ja, nein, Herausforderung nicht annehmen. Ich nehme diese Herausforderung nicht an. Oh nee, oder? Kann ich hier irgendwie aus der Herausforderung wieder raus? Simulation aktiviert. 10 Gegner. 1 Minute 15. Schaffe ich sowieso nicht, weil ich hier angeschossen werde ohne Ende. Und ganz ehrlich, das ist unfair. Zack. Es geht hier um viel Cash. Alter, woher wissen die denn, wo ich bin? So, jetzt sind wir wieder tot. Ich möchte das jetzt nicht wiederholen, also nicht wieder Kreis drücken. Das ist ein bisschen peinlich, dass das hier passiert ist. Filter ändern. Fortfahren. Ja, einfach mal fortfahren. Pass auf, jetzt muss ich das wieder starten. Dann raste ich aus hier. Das ist, wenn man im Spiel sich nicht auskennt. So. Und, ja. Gucken uns jetzt, dass wir in die nächste Mission kommen. Wir machen Batman. Hören uns das noch eben an. Schauen dann, dass wir in die nächste Mission kommen und dann wieder die Bank of Scotland. Bank of Scotland, sag ich. Diese Werbung hat mich infiziert. Bank of Gotham dann zu retten.